Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein paar Fragen beantworten, die ja ziemlich oft auf meinem Kanal gestellt wurden. Erstmal, warum siehst du so fertig aus? Es ist gerade 4 Uhr früh, dass ich das mal abgehakt habe. Und zweitens, warum kommt kein Minecraft mehr? Warum kommt kein The Forest mehr? Warum kommt gerade kein Ark? Zu Minecraft kann ich sagen, ich mache kein Minecraft mehr auf meinem Kanal. Vielleicht irgendwann später mal, wenn die Nachfrage ein bisschen größer ist als 2 Personen. Warum kommt kein The Forest mehr? The Forest, ganz einfache Sache. Ich meine, es kam jetzt ein neues Update raus und ich habe es nicht mehr getestet, aber vorher war das Problem. Ich hatte 5 Videos gemacht. 5 Videos und ich hatte gespeichert, wollte den nächsten Tag wieder anfangen und der Speicherstand war einfach wieder weg. Und ich hatte einfach keine Lust mehr neu anzufangen, weil mich das ein bisschen genervt hat. Weiß jetzt nicht, wie es mit dem neuen Update ist. Denke mal, ich gucke mal kurz rein und wenn er das wieder nicht speichert, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Natürlich kommt auf euch an, wenn die Nachfrage ziemlich hoch ist, dann mache ich natürlich auch wieder The Forest. Aber momentan, ja, es sind zwei Leute, die danach fragen und ich habe die Viewtime gesehen. Also das heißt, 90% schalten nach, sagen wir es, 1 Minute ab und ja, so ein 20-Minuten-Video, also wenn man 20 Minuten aufnimmt und 1 Stunde nachbearbeitet, ich glaube, die Zeit kann ich dann auch in andere Spiele stecken. Wenn es halt keiner guckt, dann lohnt sich das halt nun mal nicht. So, jetzt natürlich zum Hauptthema. Warum kommt seit heute 3 Tagen kein Ark? Ganz einfach, ich hatte gestern mit Zwiebel und Fera und den ganzen anderen, mit Dani und Erkanto und so weiter. Wir hatten gestern eigentlich eine Aufnahme gemacht, also nicht nur eine, wir hatten eine ziemlich große Aufnahme gemacht. Wir hatten ein Video vorbereitet, wie wir zum Beispiel die großen Element-Nodes machen können, also nicht die normalen kleinen Element-Nodes, sondern wirklich die ganz großen. Hatten das ein kleines bisschen vorbereitet, hatten auch ein Video dazu gemacht. Danach wollten wir den Forest-Titan nochmal machen, um besseren Loot zu bekommen, also besseren Loot in dem Sinne, dass wir den schnell fertig machen, also mit 5 Max und so wollten wir den angreifen und wollten gucken, wie einfach das eigentlich ist. Hatten wir auch im Endeffekt alles gemacht, da war bloß das Problem, nachdem wir es aufgenommen haben vorhin, der Ton war wieder mal hinüber. Und es ist das gleiche Problem, was wir damals schon hatten. Das Behringer Mischpult, was damals schon den Geist aufgegeben hat, was ich mir dann neu geholt habe, hat schon wieder den Geist aufgegeben und der Ton, der da rauskommt, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Gelandet. Die eine auf jeden Fall. Landet auch gleich. Hab so. Zwiebel, wie sieht's bei dir aus? Oh, Taco. Alles Taco. Okay. Gesundheit. 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 Immer schön in die Nüsse oder auf den Kopf schießen. Da tut ihm am meisten weh. Auf den Hintern. Wir müssen die Bäume drumherum wegmachen. Wird schon dabei. Ist leider einfach, ja, zerstört. Ich, saß da gestern ziemlich lange dran, hatte versucht noch da vielleicht einiges hinzukriegen, vielleicht einen Encerra oder sowas reinzumachen, aber bin da ein bisschen kläglich gescheitert an dem Ton und ja, 2 Stunden Videomaterial erstmal wieder für die Tonne gewesen. Heute Abend nehmen wir zwar wieder auf und ich denke, dass ich da ein Video rauskriege, muss aber erstmal einkaufen gehen, weil ich ein neues Mischpult brauche. Und ich denke mal, ich gehe zu einem Audio-Interface über, das ist ein bisschen leichter. Habe ich bloß in der Nachbearbeitung ein paar mehr Probleme. Oder dass ich das direkt über den Atomos Ninja laufen lasse, was natürlich aber zu riesen Datenmengen führt. Das heißt, da kann ich nur 1 Stunde aufnehmen und da ist die Festplatte voll. Das heißt, ich brauche mehrere Festplatten zur Aufnahme. Und ihr wisst, was eine 1 TB SSD kostet. Aber das soll nicht das Problem sein, zwecks Kosten. Das ist ja, wie gesagt, meine Sache. Ich meine, gut, bei YouTube verdient man nicht allzu viel, aber ich habe einen guten Beruf. Fragt jetzt nicht, was das ist. Ich werde es sowieso nicht verraten. Aber ich kann euch zumindest sagen, dass ich das Problem vom letzten Mal zumindest lösen konnte. Also ich habe 1 gelöst und das andere ist wieder da. Das Problem vom letzten Mal war ja, dass meine Sony Alpha 6500, die da oben jetzt gerade noch hängt, die gibt nach einer Samsung, nach 1 Stunde überhitzt die.
und dann geht die einfach aus. Das Problem habe ich jetzt gelöst. Ich habe mir eine Sony Alpha 7 III gekauft, die jetzt auch als Facecam und später vielleicht als Vlogging-Cam gedient. Habe mir jetzt gedacht, okay, bevor du jetzt wieder was Kleines holst, holst du was Zukunftssicheres. Habe dazu auch eigentlich ein Unboxing gedreht, aber ist nicht auf meinem Kanal hochgeladen, weil ich denke mal, interessiert zu wenige von euch. Ihr könnt mir natürlich das Gegenteil beweisen, ihr könnt natürlich unten in die Kommentare schreiben, ja, zeig uns das Unboxing von der Kamera. Ja, aufgenommen ist es, aber ja, die Interesse ist leider nicht allzu hoch auf meinem Kanal. Gut, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel, kann ich mitmachen, die ich schon tausendmal beantwortet habe, ja. Ich habe es tausendmal beantwortet. Ach so, an einige, die für den Server gespendet haben und natürlich auch in unsere Discord-Gruppe damit automatisch eingeladen werden, schaut mal bitte bei euren E-Mails in den Spam-Ordner, weil manche bekommen meine E-Mail nicht nach der Spende und wundern sich, ja, wie läuft das jetzt eigentlich nur? Ich schicke euch allen eine E-Mail. Schaut bitte auch in euren Spam-Ordner nach, denn da lande ich gerne mal, wenn ich, glaube ich, 5 oder 6 Mails gleichzeitig beantworte mit dem gleichen Text, mit dem Link drin. Ja, denkt sich halt der Provider, okay, da ist irgendwie jetzt was falsch, das ist Spam und es fliegt in den Spam-Ordner. Also da reingucken, wenn ihr gespendet habt und dann müsste das auch funktionieren. Gut, ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao.